liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem Spezialvideo hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, ich habe ein neues Video für euch vorbereitet, denn ich habe heute meine zweite und neue Figur von Hollywood Collectible bekommen. Es handelt sich hierbei um die Deluxe-Figur von Ray Stantz aus der Ghostbusters-Reihe von Hollywood Collectible. Ja, ich musste die Kamera leider etwas zurückfahren. Es liegt daran, dass der Karton so groß ist. Schaut mal, wenn ich meine Hand daneben mache. Wie ihr bereits vielleicht schon oder noch in Erinnerung habt, habe ich ja letztes Jahr den Peter Wankman ausgepackt, auch von Hollywood Collectible. Und ich habe letztes Jahr 2017, ich glaube im Mai oder Juni, gab es dann die Vorbestellung für die neue oder für die neue Figur hier von Ray Stantz. Es gibt einmal die normale Figur und einmal die Deluxe-Figur. Es handelt sich natürlich hierbei um die Deluxe-Figur. Kurze zur Info, im Hintergrund hört ihr so ein paar Druckergeräusche. Das ist mein 3D-Drucker, der ist gerade aktuell was am Drucken. Das ist hier leider im selben Raum, es geht nicht anders. Daher bitte ich für diese kleine Tonproblematik mit dem Drucker um Entschuldigung. Aber momentan leider nicht anders machbar. Ja, damals habe ich den Peter Wankman auf der Weekend of Hell in Oberhausen gekauft. Beziehungsweise, das war, glaube ich, Ende 2016. Und den habe ich damals zu einem guten Preis bekommen für 350 oder 65 Euro. Die Figur kostet normalerweise so 450 bis 500. Es handelte sich aber bei dem Peter Wankman um eine normale Figur, keine Deluxe-Figur. Der Unterschied zwischen dem Peter Wankman als Deluxe war eigentlich, dass die Geisterfalle, wie ihr das hier auf der rechten Seite seht, beim Peter mit dabei war. Aber ich wollte dafür nicht nochmal 100 Dollar ausgeben und für den tollen Preis habe ich die normale Figur mitgenommen. Allerdings habe ich hier, wie schon sagte, die Deluxe-Figur. Hier gibt es gleich auch ein Gimmick, was ich euch einmal zeigen möchte oder dann zeigen werde. Denn der Ray hat, wie gesagt, die Falle rechts bzw. an seinem linken Bein und sein Kopf lässt sich austauschen. Und deswegen habe ich mich dann letztendlich doch für die Deluxe-Figur entschieden und habe dann halt, ich glaube, 75 Dollar mehr bezahlt. Hat sich für mich auch gelohnt. Ich habe diese Figur direkt bei Hollywood Collectible bestellt in Amerika. Hat circa jetzt ein Dreivierteljahr gedauert, bis sie dann endlich jetzt gekommen ist. Sie werden handgefertigt und handbemalt und endlich angekommen. Heute kam die Benachrichtigung vom Zoll. Ich bin dann dorthin, habe dann um die 50 Euro Zollgebühren bezahlt und dann war das fertig. So, letztendlich habe ich jetzt für die Figur 450 Euro bezahlt. Und natürlich, da ich den ersten habe, den Peter, wollte ich auch die zweite haben und ich gehe davon aus, dass Winston Zeddemore und Egan Spengler auch noch rauskommen werden und die werde ich mir natürlich auch holen und dann denke ich eigentlich, dass das von Hollywood Collectibles in meiner, für mich persönlich an diesen Art Figuren erstmal war, weil irgendwann ist auch mal das Maß erreicht. Ich habe ja auch von HCG den Slimer, den habt ihr gesehen, den 1:1 Life-Size. Es gibt noch auch einen 1:4, glaube ich, Slimer, der gehört dazu, zu diesem Figurset. Der sitzt dann auf so einem kleinen Essenswagen und hat dann, glaube ich, einen Teller noch in der Hand. Aber den hole ich mir jetzt nicht, weil ich fand den Slimer jetzt nicht so schön. Kostet auch 400 Tacken und muss ich jetzt nicht unbedingt ausgeben für. So, ich drehe einmal rum. Hier steht auch ganz klar Ray Stantz. Drehen wir mal zurück. Ja, es gibt von dieser Deluxe-Figur insgesamt weltweit 250 Stück und ich habe die 83. Irgendwie kommen meine Figuren immer so mit 80 an. Also den Slimer, das war der 88 Slimer. Ja, viele mich schon aufgezogen. Ja, der ist der Hitler-Slimer. Ne? Ja, und jetzt hier 83, aber ist okay. 1:4 Scale Ray Stantz Statue und wie gesagt, Sony Pictures ist ein Lizenzprodukt, Hollywood Collectible Group, Paramount bzw. Columbia Picture. Steht dann auf der anderen Seite noch was drauf? Nö, auch wieder Ray Stantz. Und ich würde sagen, ich zeige euch, pack das Ding jetzt gerade mal aus, stell es dann richtig hin und positioniere einmal kurz die Kamera und melde mich dann sofort zurück und dann können wir mal da reinschauen. Bis gleich. So, jetzt mal aus einer anderen, ja, aus einem anderen Winkel.
Ich muss mal gerade mein Mikrofon richtig positionieren, damit das auch gleich alles läuft. So, ich habe das jetzt einmal kurz aus der Verpackung rausgeholt. Und wie ihr seht, hier steht sogar Hollywood Collectibles drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich mache einmal hoch. Das Dings habe ich schon rausgemacht. Also das Tesafilm. Und hier ist das eigentlich wie damals auch. Das hatte ich ja schon mal ausgepackt. Nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier zwei Köpfe haben. Und ich werde auf jeden Fall jetzt einmal euch zeigen. Vielleicht kann man das Licht noch ein bisschen drehen, dann sieht es ein bisschen besser aus. Das ist der Stand, also der Unterstand, wo man die Figur gleich draufstellen wird. Ich finde das schon mal sehr, sehr cool. Ne? Kennt ihr ja von der Ray bzw. Peter Wankman Figur. Hinten natürlich wieder Ghostbusters Edition Number 83. Das ist auch schön. Drauf ist und dass man auch die Limitierung sieht. So, dann nehmen wir mal den Körper raus. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, weil der ist wirklich schwer. Ich glaube, 8 Kilo wiegt das ganze Ding oder sogar noch ein bisschen schwieriger oder schwerer. So, es ist nichts kaputt gegangen. Ihr seht, so sieht die Figur aus und sie hat wirklich ein immenses Gewicht. Ich versuche mal ein bisschen besser auszuleuchten. Ist ein bisschen schwierig hier, denn eine Lampe ist mir leider kaputt gegangen. Und so wird das dann gleich aussehen. Hier hinten das Alice Frame, wo das Proton Pack noch her drauf kommt. Und hier wird das in den Stand reingesteckt. Das mache ich nämlich jetzt einmal kurz. So. Ich hoffe, das funzt. Ich setze mich mal dabei. Also so wahrscheinlich nicht. Ach, hier liegt noch Dings drauf. So, dann müssen wir mal schauen, ob ich den jetzt mal da reingepresst bekomme. Da ist noch ein bisschen was dran, das... Irgendwie ist der gerade etwas... Ah, jetzt geht's. So. So kommt er drauf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Gut sehen. Und dann hole ich mal das hier auf Seite und zeige euch einmal den normalen Kopf. Das wäre jetzt, sag mal, der Kopf, wo er normal wäre. Kommt dann so drauf. Ohne irgendwie großartig... Ich muss sagen, sein Gesicht gleicht wirklich Dan Aykroyd. Ich finde das sehr, sehr, sehr gut. Also macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ist ein tolles Teil. So, aber ich wollte ja den anderen Kopf haben, weil ich das richtig geil fand. Und der sieht so aus. Da haben wir die Ecto-Guggles inklusive der Zigarette in der Schnüss. Und das ist das, die Deluxe-Figur. Oder was die Deluxe-Figur halt ausmacht. Dann haben wir hier einmal das Protonen-Pack. Auch wieder wirklich groß. Richtig geil. Das wird dann nach hinten aufgesetzt. So, zack, top, die fette grillt. Sieht dann so aus. Ich werde gleich nochmal eine Kamerarundfahrt machen. Dann werdet ihr in Ruhe sehen, wie das Ding aussieht. Ja, dann hat der gute Arme noch Arme. Der gute Arme noch Arme, genau. So, dann schauen wir mal. Das sieht dann so aus. Das sind dann die beiden Hände inklusive der Protonen-Gun. Die kommt hier drauf und das sieht super alles nahtlos aus. Und das Kabel bzw. der Schlauch von der Gun wird einfach hinten reingesteckt. Und dann kommt last but not least, das ist gut eingepackt, die Geisterfalle. Ich weiß jetzt nicht, ob die Geisterfalle bei der normalen Figur, also der Nicht-Deluxe-Figur, mit dabei ist, aber alter Vater, richtig geil, richtig cool, wirklich toll, sieht gut aus, die Falle, mit dem Pedal, mit Schlauch und die wird dann letztendlich einmal hier an sein Bein gehangen und dann da reingesteckt. So, also übel geil, muss ich echt sagen. Wie gesagt, ich werde gleich noch mal einmal eine Rundfahrt machen, dann seht ihr, wie die Figur von nahem aussieht. Den zweiten Kopf lasse ich draußen, denn den lege ich noch in die Vitrine rein, falls man mal wechseln möchte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich, wirklich toll, richtig geil. So, ihr Lieben, ich mache jetzt einmal kurz, stelle ich um
Und ja, was sagt ihr dazu? Ich muss echt sagen, das ist eine super, super geile Figur. Wirklich. Alles gerade, alles gut geworden. Keine Platzer. Also, dass der Lack irgendwie beschädigt ist. Ja. Ich werde jetzt einmal die Kamera schnell umschalten und dann könnt ihr euch das nochmal ansehen. Ja, da sind wir wieder zurück und so sieht die Figur aufgebaut aus. Wie gesagt, ich halte meine Hand daneben. Sie ist sehr groß, wie gesagt, circa jetzt durch die Falle würde ich sagen 9 Kilo oder ich sag mal 8,5 Kilo. Ich habe jetzt keine Waage da, aber die andere hat auch so rum, ich glaube zwischen 6, 7 Kilo in dem Dreh wiegt die. Die ist wirklich ziemlich schwer. Ich muss echt sagen, mir gefällt die Figur richtig gut und bin sehr, sehr froh. Und ich sage ganz klar, für jeden Ghostbusters-Fan ein definitives Highlight und ein Muss. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Figur hier. Und wir sehen uns natürlich bei meinem nächsten Unboxing. Und ich werde jetzt einfach nochmal kurz nach dem Outro mit der Kamera rangehen und dann könnt ihr euch die Figur noch mal in Ruhe und langsam anschauen. Ich zeige euch noch mal kurz hier den Kopf, den zweiten. Den kann man aufsetzen noch. Ja, sieht auch super aus. Finde ich richtig geil. Das ist richtig nice. Also das gefällt mir echt gut. So, und ansonsten könnt ihr euch ja gerne noch mal das alte Video von Peter Wankman anschauen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt hier von euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Haut rein, euer Andi von Andis Kinoblog. Macht's gut, bis dann. Ciao.